Ja, erstmal herzlich willkommen. Oh, das war ja tiefer als gedacht. Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute Thema Überwinterung. Ich hatte Ihnen die Anlage, den großen Teich von Olli vorgestellt. Ich hatte Ihnen von Olli die Quarantäneanlage vorgestellt. Teich 128.000 Liter, Quarantäneanlage ca. 20.000 Liter. Der Fischbestand draußen im Teich ist tatsächlich so, dass ich sagen würde, naja, bei kühlen Temperaturen, wenn man es nicht übertreibt und die Fische hier auf Erhalt füttert und nicht auf Wachstum, ist die Anlage mit 20 Kubik mehr als groß genug, um die Fische auch tatsächlich zu überwintern hier. Und das ist auch der Plan von Olli, weil die Anlage war ja schon mal Herberge von dem Bestand von draußen, als er draußen den Teich neu gebaut hatte. Und dann hat er gesagt, ich hätte da aber mal ein paar Fragen an dich. Na, wir sind eigentlich anders drauf gekommen. Er hat mir seine Quarantäneanlage hier erklärt. Und dann sind hier drei Rohrleitungen. Das ist die Zulaufkammer. Das heißt, hier kommt der Bodenablauf und das Kimmer von der Quarantäneanlage an wird dann von hier mit 200er Rohren weiter zu den Spalt 7 geleitet, von dort aus durch den Filter und zurück ins Becken. Also das ist ein in sich geschlossener Kreislauf. Dann habe ich gefragt, ja, und was sind diese 300er Rohre mit Endkappen drauf? Und dann sagt er, das ist eine Verbindung zu dem großen Trommelfilter, die große Filteranlage und den Gitterrohrs, die ich Ihnen gezeigt habe. Und dann sage ich, ja, und für was brauchst du die? Und dann sagt er, naja, sein Plan ist, dass die Fische im Winter hier komplett in die Anlage kommen, dann aber nicht mehr, weil es ein entsprechend höherer Fischbestand ist, mit dieser kleinen Anlage betrieben wird, sondern auch der Filteranlage zuliebe. Sie wissen ja, die Filterbakterien sind auch immer nur so stark wie das, was man ihnen an Ammonium, an Nahrung anbietet. Nahrung in dem Fall ist Ammonium bzw. Nitrit. Und dann ist das natürlich schon sehr weit gedacht, wenn er sagt, okay, dann baue ich hier die Anlage so auf, dass, wenn die Fische reinkommen, dass ich dann quasi einen kompletten Kreislauf mit 20.000 Liter über diese riesen Filteranlage fahren kann, inklusive Trommelfilter, inklusive UV-Lampe, den 10.000 Kubikmeter, 10.000 Liter Filter oder 12.000 Liter Filter. Also das ist absolut perfekt. Und dann sage ich, ja, und nach draußen kannst du dann abschieben. Und sagt er, ja, ja, klar, das ist ja auch wichtig, weil wenn sie jetzt wieder eine Vermischung zwischen innen und außen hätten, dann hätten sie natürlich das Temperaturproblem, dann könnten sie die Fische auch gleich draußen lassen. Also er kann alle Verbindungsleitungen zwischen Teich und Filter, kann er alle komplett einmal absperren, sodass das hier eine Art autark laufende Anlage wäre, die keine Verbindung mehr hätte mit dem Teich. Dann frage ich, ja, und was machst du dann mit dem Teich? Dann sagt er, ja, das ist jetzt meine Frage, was soll ich denn da tun? Mein Plan war eigentlich ablassen. Dann bin ich erstmal zu Tode erschrocken und sage, ablassen. Du wirst irgendwo in deinen Rohrleitungen wirst du Wasser stehen haben, das gefriert dir nachher auf, dann ist die ganze Anlage nachher futsch. Dann sagt er, nee, die habe ich also schon so gebaut, dass er die Anlage komplett entwässern kann. Und das ist auch wichtig, wenn Sie sich mal von einem Profi eine Gartenbewässerungsanlage bauen lassen, dann wissen Sie nachher auch, dass Sie 1, 2, 3 Hebelchen haben oder Hähnchen haben, da drehen sie auf und am Ende ist die Anlage einmal leer und das ist auch wichtig. So, und daran hat er auch gedacht. Dann sage ich, aber ich habe noch ein anderes Bedenken und das andere Bedenken ist, wir versuchen immer die Biologie oder wir Biologie-Amateure, wir denken immer, die Biologie ist hier einzig auf den Biofilter reduziert. Ja? Und jeder, der das glaubt, sollte mal irgendwann eine Rohrleitung, egal ob es eine Rücklaufleitung vom Filter zum Teich ist oder eine Leitung vom Teich zum Filter, sollte die mal nach ein paar Jahren aufschneiden und da reingucken. Da sehen Sie, gesamt in der Rohrwandung ist ein richtig dicker Biofilm drauf. Und dieser Biofilm, kann ich Ihnen sagen, der macht an vielen Teichen einen ganz gewaltigen Prozentsatz der Gesamtnitrifikationsleistung, also der Gesamtfilterleistung aus. Woher kommt es? Ganz klar, die Bodenablaufleitung, also vom Teich zum Filter, da sind die Bakterien begünstigt. Das Ammonium entsteht im Teich und fließt dann in den Rohrleitungen, fließt quasi bis zum Trommelfilter oder bis zum mechanischen Filter. Das heißt, sie werden perfekt angeströmt und sie kriegen permanent Nahrung. Also wo würden Sie, wenn Sie Filterbakterie wären, wo würden Sie sich hinsetzen? Ganz klar, ich würde mich in so eine Bodenablaufleitung setzen. Zumal, da langt Sie keiner an. Da sind keine, zumindest im oberen Bereich, sind keine Bewegungen, wo sie abgerieben werden können, wie in einem Fließbettfilter und sie sind vom UV-Licht perfekt geschützt. Also das ist wirklich eine Situation, eine Position, wo idealisiert ist. Und das werden auch viele, wenn sie so Rohrleitungen öffnen, sehen. Genauso Rückleitungen vom Filter zum Teich, sehen Sie das irgendwann ganz genauso. Da ist so eine richtig schleimig dicke Schicht an Filterbakterien drin. Und genau das war mein Einwand dann, wenn man den Teich kalt überwintert, und die Algen an den Wänden, also das kommt auch noch dazu, die ganze Algen, die Patina an den Wänden, das hatte ich jetzt vergessen, auch die trägt ihren Teil zur Gesamtfiltration bei. Schauen Sie mal ein Teichwasser an,
Das wegen mir können Sie den Biofilter können Sie sich von Ihrem Nachbar holen. Eingefahrenes Filtermaterial. Sie können den perfekten Trommelfilter haben. Aber solange an den Teichwänden noch keine Patina in Form auch von Bakterien, von Algen, von Flechten, von allem Möglichen ist, solange das fehlt, werden Sie nicht das richtig geniale Wasser bekommen. Das ist also alles ein großes Zusammenspiel. Und das ist jetzt genau mein Einwand. Das wäre schade, wenn man immer das, was man über den Sommer, über das Frühjahr, Sommer und Herbst aufbaut, an Biologie, an Gesamt, ja, wie soll ich sagen, an, mir fällt jetzt gerade das Wort, an Gesamtbiologie aufbaue, wenn ich davon einfach den Teil, der sich im Äußeren befindet und der einen großen Teil der Gesamtgeschichte ausmacht, wenn ich den dann wieder absterben lasse und schlussendlich nur auf den Teil setze, den ich hier im Biofilter versuche zu kultivieren. Weil was wir im Biofilter machen, ist ja nichts anderes als nur eine Oberflächenvergrößerung. Aber die Bakterien wissen ja nicht, dass sie im Biofilter leben sollen. Die leben überall, die leben an ihrer Pumpe, die leben am Kopf der UV-Lampe, wo gerade kein Licht hinkommt. Und das ist das Entscheidende. Und darum würde ich Olli empfehlen, die Anlage zwar abzuschieben, die Fische hier reinzutun, wenn er das will, den Teich draußen kalt werden lassen, vielleicht ein paar Luftpumpen, Luftausströmer, dass es kein gesamtes Zufrieren gibt, einfach zu verhindern, dass es zu Frostschäden kommt. Aber ansonsten den Teich lassen, wie er ist. Und im Frühjahr dann langsam wieder anfahren. Aufpassen, dass in den Rohrleitungen kein zu großer Dreck ist, dass man sich da keinen Schmodder, keine zu hohe Keimbelastung reinholt. Also erstmal richtig durchspülen. Aber die Bakterien, wenn es da draußen kalt ist, dann werden die genauso überwintern. Und das habe ich schon oft beobachtet. Sie können bei unter 10 Grad können Sie einen Filter überwintern, ohne dass der Nahrung bekommt. Im Frühjahr wird er nicht sonderlich schwieriger zum Anfahren sein, als jetzt ein normaler Filter, der mit Koi überwintert wurde. Also auch das habe ich schon mehrfach getestet und ist überhaupt kein Problem. So, jetzt zeige ich Ihnen noch, aber wie Olli das jetzt schlussendlich macht, das weiß ich nicht. Ich würde es ihm so empfehlen und vielleicht haben wir ja nochmal die Möglichkeit, hierher zu kommen und er kann uns dann einen Erfahrungsbericht geben. Und ich zeige Ihnen jetzt noch, wie er das hier gemacht hat. Das sind also die drei Rohrleitungen, wo dann das Wasser praktisch von den Bodenabläufen, also die Bodenabläufe von der Quarantäne, jetzt müssen Sie kurz aufpassen, von hier unten im Boden an, irgendwo da unten in der Hohlkunde steht. Ja? So, dann würde das Wasser nicht mehr direkt von hier zu den anderen Filtern gehen, oder wahrscheinlich doch trotzdem noch. Ja, der Kreislauf würde trotzdem noch bestehen, aber dann würde Wasser, quasi diese drei Deckel würden abgenommen, dann würde Wasser vom Quarantänendeckel würde dann hier runterfließen, in diese drei orangen Rohrleitungen, die Sie hier sehen, wo gerade nichts kommt. Dann geht es durch den Trommelfilter durch, komplett durch die Biologie und würde dann hier hinten von einer Pumpe wieder nach oben gedrückt. So, dann hätte allerdings, wäre es dann in dem Fall auch so, dass nach wie vor die Spaltsiebeln so Arbeit hätten, die müssen dann auch gereinigt werden und der Trommelfilter hätte wahrscheinlich nicht sonderlich viel zu tun, das ist aber auch nicht wichtig. Der Trommelfilter ist ja ein relativ dummer und digitaler Filter, der sich jetzt nicht um die Aufarbeitung vom Ammonium und Nitrit kümmert, sondern der schlussendlich auch nur ein Schmutz aus der ganzen Geschichte rauskommt. Aber so ist die Theorie. Die Theorie ist auch gut, nur mit dem meines Erachtens kleinen Betrachtungsfehler, dass man einfach den Teich nicht leer laufen lassen sollte, weil es absolut notwendig ist, dass die Patina, die an der Wand, der Bewuchs und in den Rohrleitungen, dass der erhalten bleibt. So, soviel zu diesem Thema. Der Winter steht ja kurz bevor und vielleicht haben wir jetzt dem einen oder anderen noch Anregungen gegeben und Anregung ist wirklich das, was man hier sich zu Genüge sammeln kann. Ein Selbstbauer auf Niveau der Profis.